Heute spreche ich mit dem Autor und NATO-Experten Wolfgang Effenberger über sein neues Buch und über das Engagement der NATO in der Ukraine und in Norwegen. Wolfgang Effenberger, herzlich willkommen. Schön, dass Sie Zeit haben. Lieber Herr Weber, ich bedanke mich für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch. Herr Effenberger, Sie sind gelernter Bauingenieur. Sie waren 12 Jahre lang Berufssoldat und haben nebenbei noch Politikwissenschaften studiert. In den letzten Jahren haben Sie mehrere Bücher veröffentlicht zum Thema Geopolitik und halten auch eine Reihe von Vorträgen. Ihr neuestes Buch trägt den Titel Schwarzbuch EU und NATO: Warum die Welt keinen Frieden findet. In diesem Gespräch heute möchte ich mit Ihnen natürlich über Ihr Buch, aber auch über ganz aktuelle Entwicklungen innerhalb der NATO sprechen. Herr Effenberger, vielleicht können Sie für alle die, die Sie noch nicht kennen, einmal kurz Ihren beruflichen Werdegang beschreiben, damit wir verstehen, warum Sie so viel Wissen über die NATO haben. Ja, ich bin mit 18 Jahren Soldat geworden und nach einem Jahr Pionierschule, hier wurden wir zum Gruppen- und Zugführer der Pioniertruppe ausgebildet, besuchte ich dann die Offizierschule, die Heeresoffizierschule in Hamburg für ein Jahr und anschließend tat ich dann als Zugführer Dienst in Minden. Ja, und beim Einmarsch der Warschauer Paktstaaten nach Prag oder beziehungsweise in die Tschechoslowakei habe ich gerade die Kompanie geführt, weil mein Kompaniechef, der war in Spanien im Urlaub und ich als nächster Offizier habe dann, wie gesagt, die Kompanie führen müssen und habe dann in einer nächtlichen Befehlsausgabe dann erfahren, dass wir jetzt ab sofort in Bereitschaft sind. Und dass wir auf also auf unmittelbare Kriegsausbildung umstellen müssen. Das war für mich natürlich, ich war 22 Jahre alt, das war sehr einschneidend und mir war klar, was auf uns kommen könnte. Aber wie gesagt, der Alltag, der soldatische Alltag hat mich dann voll in Beschlag genommen, sodass ich da gar nicht viel weiter denken konnte. Aber es war einschneidend, ja. Und 1973, zwischendrin, machte ich ein Ingenieurstudium wieder an der Pionierschule. Und 1973 wurde ich dann als junger Hauptmann in ein Korps Pionierbataillon eingeplant. Und hier habe ich dann Befehle schreiben müssen für den sogenannten Ernstfall, das heißt also den Kriegsfall. Bei mir im Panzerschrank war ein Aufschnitt des General Defense Plans. Und ich musste also Befehle für diesen Kriegsfall vorbereiten. Es war streng geheim. Ich habe mich mit niemandem austauschen können. Und mein Kommandeur kam einmal die Woche oder zweimal im Monat, um zu sehen, was ich da bisher aufs Papier gebracht habe. Und mit dem konnte ich ja nicht meine Zweifel besprechen. Ging ja nicht. Sondern, und deswegen habe ich abends die Hochschule für Politik besucht, da überhaupt das überstehen zu können. Und daher kommt natürlich auch mein verstärktes Interesse, weil ich gesehen habe, dass damals die Planung dahin ging, hier in Mitteleuropa wirklich ja, alles zu verwüsten. Also für mich war das die absolute Katastrophe, die uns da bevorstand, nicht und zwar für alle hier in Europa. Und verschärfend kam dann noch hinzu, auch wieder im Jahr 1973, dass da die nukleare Planungsgruppe der NATO, die hatte für dieses Gefechtsfeld von der Weser bis zur Weichsel 2200 Atomzielpunkte vorgesehen. Also das war wirklich der absolute GAU. Und das ist hier natürlich in diesem Land alles vergessen. Man findet nichts, es wird kaum was darüber geschrieben. Und das war für mich eigentlich auch der Auslöser, mein Wissen, das ich habe und die Einblicke, die ich hatte, dass das nicht verloren geht. Und so habe ich die Bücher geschrieben. Ihr neuestes Buch Schwarzbuch EU und NATO hat 639 Seiten, ein ziemlich umfassendes Werk mit ziemlich vielen Quellen. Worum geht's in dem Buch? Kann man das kurz zusammenfassen?
Da muss ich fange gleich an mit dem Zitat von Paul Craig Roberts, einem der großen Männer der USA, ehemaliger stellvertretender Finanzminister unter Reagan, ist nach Forbes einer der weltbesten Journalisten. Und der hat einen Tag nach dem Brexit-Votum am 24. Juni 2016 geschrieben: EU und NATO sind bösartige Institutionen, die von den USA kreiert wurden, um die Souveränität der europäischen Völker zu zerstören. NATO und EU ermöglichen Washington die Kontrolle über die westliche Welt und damit letztlich über die gesamte Welt. So, und diese Aussage von Paul Craig Roberts habe ich mit diesem Buch überprüfen wollen, wobei mir vorher schon klar war, dass die Rolle der NATO, soweit ich sie in den letzten 40 Jahren verfolgen kann, und damit auch die Rolle der NATO, dass das nicht friedensstiftend ist. Das war mir dann aber auch schon klar, als ich als junger Hauptmann die Befehle vorbereiten musste. Da ist mir das auch schon klar geworden. Und für mich war auch, und vor allem auch mit den EU-Verträgen, wenn man den erstmal die EU-Verfassung oder der Vertrag von Lissabon, da ist diese Verzahnung zwischen EU und NATO ja festgeflossen. Also, es ist ein Konstrukt, das so eigentlich nicht funktionieren kann, weil die Abhängigkeiten der EU von der NATO einfach zu groß sind. Also, und da war mir klar, dass das einen längeren Vorlauf hat, dass die EU und NATO, dass da tatsächlich, wie Paul Craig Roberts das ja auch so formuliert hat, dass die hier schon langfristig geplant wurden. So, und da bin ich nachgegangen. Und ich wollte eigentlich ja das vom Craig Roberts ja zum Teil vielleicht auch widerlegen, aber ich habe dann feststellen müssen, es ist noch viel heftiger, als ich das je angenommen habe. Die Europäische Union oder das Gebilde der Europäischen Union ist meiner Überzeugung nach tatsächlich auf der Friedenskonferenz in Paris, also vom Januar bis Juni 1919, gezeugt worden. Da. Und zwar die Väter dieses europäischen Gebildes sind John Foster Dulles, der Bruder Ellen Dulles, spätere CIA-Chef, John Foster Außenminister und natürlich im Dreibund mit dabei der Jean Monnet, der Franzose. Und da muss man wissen, dass diese drei Männer 1919, dass die mit auf dieser Konferenz waren, so jung um die 30 Jahre, also Ende 20, Anfang 30, in führender Position. Die Dulles-Brüder haben sogar an diesem Artikel 231 mitformuliert, also mit der Alleinschuld Deutschlands. Und anschließend sind sie an die Wall Street und haben natürlich ihre Verbindung, die sie da in Paris haben knüpfen können, ihre weltweiten Verbindungen, ja, entsprechend geschäftstüchtig ausnutzen können. Und Jean Monnet war auch an der Wall Street und hat auch im Umfeld der Banken, also Sullivan and Cromwell, gearbeitet, wo dann der John Foster Dulles ja Partner geworden ist. Also, und das zieht sich dann durch. Die Reparationen dann in den 20er Jahren, erst den Dawson-Plan, dann der Young-Plan, das ist alles stringent. Es führt darauf hin, dass hier die USA, wie gesagt, die Reparation umgeleitet haben, dass also Deutschland bekam von der Wall Street 2.500 Millionen US-Dollar. Davon haben sie 2.000 Millionen an die Entente geben müssen. Die Entente hat dann 2.000 sofort weitergeschickt an die Wall Street. So, dieser Kreislauf. Also profitiert hat da Deutschland in erster Linie, weil sie mit den 500 Millionen dann nach der Währung 1923, also es ging erst 24 los, bis zum Börsendesaster 1929 eine wirklich intakte Wirtschaft haben aufbauen können. Und das war dann natürlich mit dem Bankencrash 1929 vorbei. Da wurden die US-Kredite schlagartig zurückgezogen, schlagartig gab es hier 6 Millionen Arbeitslose und das war natürlich der vorbereitete Boden auch für extreme Parteien,
wie auch die Nationalsozialisten. Nicht die konnten dann 1930, 31 ihre Mitglieder in der SA auf 1 Million Fahrzeugflotten zulegen. Und da frage ich mich heute auch noch, woher ist das Geld gekommen? Woher? Aber das ist jetzt eine andere Geschichte, aber ich wollte nur sagen, und dann ist natürlich John Foster Dulles und Ellen Dulles war während des Zweiten Weltkrieges als Geheimdienstmann war in der Schweiz, hat von Schweiz aus die Operation geleitet, hatte von der Schweiz aus Kontakt zu dem deutschen Widerstand und so weiter. Also es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte letztendlich. Und mit dem Ziel, tatsächlich dieses von USA abhängige Europa aufzubauen. Und da kommen natürlich auch noch nicht nur die wirtschafts- und finanzpolitischen Aspekte, sondern auch die geopolitischen Aspekte. Eine Seemacht wie die USA hat immer das beschrieben, ihre Sicherheit auf den gegenüberliegenden Küsten festzuflotten. Das war in der Antike schon so. Das heißt also, Ziel schon im Ersten Weltkrieg, einen Brückenkopf in Europa und einen Brückenkopf in Asien. Und da das im Ersten Weltkrieg ja noch nicht geklappt hatte, kam dann der Zweite da hinterher. Und seither ist Deutschland der Flugzeugträger der USA, der alle Kriege, die wir kennen, ob das jetzt, wie gesagt, im Irak, in Syrien, in Libyen und wo auch immer, in Afghanistan, Pakistan, wo sie operieren, das ist die Drehscheibe, ist immer die Bundesrepublik. Die Soldaten, die verwundeten Soldaten werden hier nach Deutschland ausgeflogen, dann werden die selektiert, wer nach 4 Wochen wieder fronttauglich ist, wird dann wieder an die Front geschickt und die anderen werden so weit aufgepäppelt, dass man sie in die USA fliegen kann und dass sie da nicht so einen trostlosen Eindruck machen müssen. Also ohne die Bundesrepublik Deutschland wären diese Kriege, wie wir sie jetzt seit 2001 sehen können, nicht möglich gewesen. Also, dafür kommen viele Interessen, das ist nicht einseitig, das sind viele Interessen, die hier sich überlagern. Und das muss man so sehen, ja. Natürlich wird es auch in den USA widerstrebende Interessen geben. Die eine möchte nach rechts herum und die andere links herum. Aber letztendlich ist das Ziel der Weltherrschaft seit über 100 Jahren, wenn wir so wollen, seit 1898 mit dem Krieg gegen die Supermacht Spanien, ist das auffällig und stringent. Also das mal dazu, denke ich mal. Herr Effenberger, ich möchte mit Ihnen über zwei Länder sprechen, die eine direkte oder indirekte Beziehung zur NATO haben. Das eine ist die Ukraine und das andere Norwegen. Vielleicht sehen wir uns zuerst die Ukraine an. Im Februar 2014 wurde der gewählte Präsident Viktor Janukowitsch gestürzt. Daraufhin entwickelte sich in der Ostukraine ein Bürgerkrieg. Die westlichen Länder und die USA werfen Russland vor, an diesem Krieg beteiligt zu sein oder ihn sogar gestartet zu haben. Russland streitet das natürlich ab. Welches Interesse hat die NATO an oder in der Ukraine? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Und da muss ich gleich erstmal meine Betroffenheit vorausschicken. Die Ukraine ist ein zerrissenes Land. War also zum Ersten Weltkrieg ja, auf Seiten, ein Teil der West, die Westukraine, auf Seiten Österreich, der östliche Teil natürlich selbstverständlich auf Seiten Russlands. Das hat sich dann im Zweiten Weltkrieg wiederholt. Wie gesagt, ich weiß es von meinem Vater, der war als 20-Jähriger, war dem Feldzug dabei, ist dann gleich zwar im Herz schwer verwundet worden, aber er sagt, in der Westukraine sind sie mit Brot und Salz empfangen worden und je weiter sie nach Osten kamen, umso heftiger wurden die Kämpfe in der Ukraine. Also, das ist für mich eine äußerst tragische Situation, dass die Teilung der Ukraine seit über 100 Jahren oder noch, geht ja noch viel weiter zurück, dass die weiter fortgeschrieben wird und zwar, weil die USA das so wollen für ihre politischen Ziele, die sie haben. Und anstatt, und deswegen, und das ist mein Bedauern, was ich habe, aus dieser schwierigen Geschichte, will ich mal sagen, wäre die Ukraine prädestiniert als Brücke zwischen West und Ost. Sie hat beide Erfahrungen gemacht, sie kann West und Ost versöhnen, meiner Ansicht nach. Und das wäre eine großartige Aufgabe und zum Vorteil
des Westens und des Ostens, wenn die Ukraine diese Aufgabe übernehmen könnte. Aber das ist ja nicht so gewollt, nicht? Also, und diese historische Zerrissenheit wird jetzt also aktuell auch wieder von der EU und natürlich von NATO und natürlich dirigiert aus Washington, wird das weiter zementiert. Das ist eine ganz traurige Entwicklung. Und die sagen schon, 2014 ist wirklich der Schlüssel. Gut, das ist die Grenze. Im November 2013 stoppte Präsident Janukowitsch die Assoziierungsaktivitäten, die nachhaltigen Eingriffe in Staat und Gesellschaft vorsahen. Also, zudem stand nicht in dieser Assoziierung zwei Teile. Wir haben den politischen Teil und wir haben den wirtschaftlichen Teil. Die Ukraine war natürlich am wirtschaftlichen Teil interessiert, weil sie auch natürlich Darlehen braucht und dergleichen, Wirtschaftshilfe und Märkte und so weiter. Aber der Wirtschaftsteil stand nicht zur Disposition. Es stand nur der politische Teil mit seiner militärischen Komponente, nicht, da, zur Unterschrift. Und da hat dann Janukowitsch gezögert. So, und im Artikel 4 dieses militärischen Teils war die tiefe Einbindung der Ukraine in die sicherheitspolitischen Aspekte der EU gefordert. Also, das kann jemand, der den Ausgleich zwischen Westen und Osten sucht, wie das Janukowitsch versucht hat, konnte das nicht unterschreiben. Er konnte das nicht unterschreiben. So, und dann haben wir natürlich die Vorgänge dann auf dem Maidan, wo wir ja wissen, dass die von den USA insgesamt mit 5 Milliarden US-Dollar insgesamt gefördert worden sind. Also, das war ein völkerrechtswidriger Regime Change, der dieses Land jetzt wirklich in diese Turbulenzen gestürzt hat. Und das kann ich oft genug sagen, dass diese Regime Changes einfach völkerrechtswidrig sind. So. Und das passte damals natürlich auch in in das Seidenstraßenstrategieprojekt von Bill Clinton. Der wollte ja, und zwar hat er dieses Seidenstraßenstrategiegesetz einen Tag vor Angriff auf Jugoslawien, hat er das formuliert. Und da heißt es drum in diesem Gesetz, dass ein Korridor entlang der alten Seidenstraße, der historischen Seidenstraße, ein Korridor geschaffen werden muss, in dem freiheitsstrebende Völker darauf warten, mit den USA Handel zu treiben. Das ist natürlich sehr euphemistisch. Wurde auch nicht gesagt, wie breit oder wie tief dieser Korridor ist. Und wenn wir uns die Karte anschauen, diese alte Seidenstraße beginnt oder endet im Balkan, in Jugoslawien, geht bis nach Shanghai. Und der Korridor, ja, da hängt natürlich auch, da ist die Krim dabei, da ist die Ukraine dabei und da ist der Iran noch dabei und so weiter. Also, das war da so angeplant. Und wenn wir dann sehen, wie sie nach diesem Seidenstraßenstrategiegesetz, wie sie hier die Kriegsfeuer entfacht haben entlang dieses Korridors, das ist wirklich erschreckend. Also, das muss man in einem Zusammenhang sehen. Das ist also, das ist unter Clinton schon angefangen, unter Clinton, Bush weiterentwickelt, Obama weiterentwickelt. Nur Trump hatte da nicht weitergemacht, zumindest nicht mit diesen militärischen Aktivitäten, wie das vorher der Fall war. Also, ja. Dann würden Sie sagen, dass die NATO als Organisation so kein Interesse an der Ukraine hat, sondern einzelne Mitglieder, unter anderem die USA, haben große Interessen. Ich glaube, das können wir hier mal generell festschreiben. Die NATO hat als solche keine eigenen Interessen. Die Interessen der NATO werden im Pentagon formuliert. Nicht? Die NATO ist das Hilfswerkzeug, um diese Weltmachtambition der USA umzusetzen. Sehen Sie einen Plan der USA, die Ukraine in die NATO-Strukturen einzubinden, aktuell? Seit 2014 ist ja die Situation eine andere. So einfach wird das ja jetzt nicht sein mit einem Krieg, der immer noch stattfindet da. Ja, das ist richtig. Die USA haben schon 2005 geäußert, und zwar öffentlich geäußert, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen werden muss. Und das ist ein offenes Ziel, das ist nie verborgen gewesen. Nur wie gesagt, die Wege dahin waren nicht ganz so einfach,
Man musste das ja nochmal zumindest mit dem Anschein machen, dass das alles so auch in der Ukraine, von der Ukraine so demokratisch gewollt wird. Das heißt, die USA haben starken Einfluss in die Ukraine genommen und da natürlich auch entsprechende Politiker oder Politikerinnen gefördert, nicht? Also, wenn ich an die Frau Timoschenko denke, die ja auch vom Westen gesteuert war, das sind wirklich politische Exzesse losgetreten worden vom Westen, die dem Land nur geschadet haben. Also, weil es darum ging, die Ukraine für mich als Rambock gegen Russland in die NATO einzubinden. Also, es ist und das war auch schon der Krieg gegen Jugoslawien 1999. Jugoslawien oder das Rest Jugoslawien wollte sozialistisch bleiben und nicht in die NATO. Aber da sich die NATO weiter nach Osten erweitern sollte, konnte man im rückwärtigen Raum dann kein Land dulden, das sozialistisch ist und letztendlich mit China verbandelt ist. Und deswegen auch der deutliche Fingerzeig mit der Bombardierung der chinesischen Botschaft in Belgrad. Das war ganz gezielter Hinweis, dass sich China hier aus Europa zu verabschieden hat. Also das muss man in dem ganzen Entwicklung muss man das so sehen, springt einfach ins Auge. Die Ziele des Pentagons tatsächlich hier in Europa gegen Russland vorzugehen, das ist ja nicht neu, sondern Russland ist ja schon, war ja schon nach dem Zweiten Weltkrieg gleich der kommende Gegner. Im Kalten Krieg wurde das ja auch formuliert. Wir haben ja, die NATO wurde 1949 im April gegründet und schon am 19. Dezember 1949 verabschiedeten die USA den Kriegsplan Dropshot. Das war die atomare Vernichtung der Sowjetunion. So, und dieser Krieg sollte beginnen im Jahr, oder es steht in der Präambel dieses Kriegsplanes, dass die USA, dass die Sowjetunion beziehungsweise eines ihrer Satelliten den USA einen Krieg aufgezwungen haben. Für 1957. Und da war auch die NATO dank Marshallplan im rückwärtigen Raum so weit gestärkt, dass man einen größeren Krieg führen könnte hier in Europa. Und die Bundeswehr war so weit, 12 Divisionen dafür beizusteuern. Also das dazu. Und dann hatten aber die Russen und die Sowjets den Sputnik ins All geschossen. Und jetzt war die westliche Führung verunsichert, weil sie nicht wissen konnten, was kann der Sputnik, was kann er? Kann er die Erde beobachten? Was geht? Und hat dann also diesen Krieg zunächst einmal verschieben müssen. Aber dieser Krieg wurde dann, wie gesagt, dank Kennedy in der Kuba-Krise nicht ausgelöst. Also das war Kennedy und Gorbatschow und Khrushchev, die beide das verhindert haben. So, und der dritte Reagan mit seiner Nachrüstung und Pershing 2 und SDI, ja, da gab es im Kreml dann jemanden, der Gorbatschow hieß und dann die weiße Fahne gehisst hat. Also deswegen ist es nicht zu diesem Krieg gekommen. Aber die Hoffnung, Russland militärisch zu besiegen, ist von diesen Kräften, und das sind ja nur, es ist ja nur eine kleine Gruppe von Psychopathen in den USA, meine ich mal, die dieses Ja. Ziel verfolgen. Aber das ist noch nicht aufgegeben, fürchte ich mal. Aber wie gesagt, sie sind bisher nicht so erfolgreich, wie sie sich das gewünscht hätten. Aber ich glaube, da kommen wir noch drauf. Ne? Wie reagiert denn Russland im Verhältnis zu dem, was in der Ukraine 2014 passiert ist? Gut, die Krim ist jetzt wieder russisch. Aber wie würden Sie insgesamt die Reaktion Russlands einschätzen? Da muss ich zunächst einmal sagen, dass also Wladimir Putin sehr umsichtig bisher reagiert hat, dass er auf diese ganzen Provokationen des Westens, also wenn wir einmal sehen, was hier in der Ukraine dann passiert ist, dass wir ab 2015 dann um die Ukraine herum, also in Polen, im Baltikum, so viele NATO-Manöver haben, die ständig immer größer wurden. Und die NATO-Manöver hatten ja auch oder deuteten ja auch darauf hin, dass es
geht um eine, schwebt nach Osten, über die Tiefebene Polens hinweg. Und auch die Manöver, die wir hatten, da ist Weißrussland, ist natürlich auch für die USA oder für die Kriegsplaner im Pentagon ein Ärgernis, weil die Enklave Kaliningrad, was ja russisch ist, und dann die Weißrussland, da haben wir einen Korridor, der hat nur eine Breite von etwas über 100 Kilometern. Und durch diesen Korridor müssten die NATO-Truppen durch, um dann das Baltikum verteidigen zu können. Und das wird geübt. Und in den Manövern wird da ständig geübt, dieser Durchbruch durch diesen Korridor. Deswegen kann man sich auch jetzt erklären, weshalb die Unruhen in Belarus so stark zugenommen haben, dass man unbedingt den Regime-Change versuchen will, ist, damit dieses Problem, das Durchbrechen dieses Korridors, der Suwalki-Korridor ist das, dass das Problem nicht mehr da ist. Also, und dann kommt natürlich noch hinzu, dass Lukaschenko in der Corona-Krise eine andere Sichtweise hat, den Transatlantikern völlig konträr ist. Also das will man so auch nicht hinnehmen lassen. Also die Zeichen in Weißrussland, die sind auch auf Sturm gestellt, denke ich mal. Und Russland, wenn wir auch weiter zurückschauen, damals in Georgien, 2008, es ist das Ziel, immer näher an Russland ranzukommen. Auch Georgien sollte ja in die NATO und so weiter. Also für Russland, aus meiner Überzeugung, von der Gesamtentwicklung her, sieht das schon bedrohlich aus. Und ich bin wirklich überrascht, positiv überrascht, dass Putin das so abfedert, sage ich jetzt einmal. Aber es wird weitergehen. Und irgendwann könnte der Punkt kommen, dass Russland sagen muss, hier ist eine Grenze. Und diese Grenze müsste dann auch militärisch verteidigt werden. Weil die USA werden es nicht aufgeben, denke ich mal. Also die Aggression wird weitergehen, fürchte ich einmal. Und wenn ich hier die Aussagen der Militärs jetzt vor ein paar Wochen, also Ende September hat der deutsche Generalinspekteur Eberhard Zorn in der Frankfurter Allgemeinen geschrieben, jetzt im kommenden Krieg wären wir nicht mehr Frontstaat, aber wir wären die rückwärtige Drehscheibe und diese rückwärtige Drehscheibe ist genauso nuklearen Angriffen ausgesetzt wie der damalige Frontstaat im Kalten Krieg. Also, und der amerikanische General Richardson hat jetzt erst vor 4 Wochen oder sowas noch einmal betont, dass ein nuklearer Krieg in Europa möglich ist. Also, viele, mit denen ich ja auch zu tun habe, die sagen, ein Krieg, wie wir uns den noch aus dem Zweiten Weltkrieg denken können, ist völlig unvorstellbar. Ich will ja hoffen, dass es unvorstellbar ist, aber ich denke, wozu diese Manöver? Wozu im letzten Jahr dieses Manöver Defender 2020, wo eine ganze Panzerdivision von den USA verlegt wird nach Bremerhaven oder Antwerpen, um dann auf dem Landmarsch an die Ostflanke gefahren zu werden oder sich zu bewegen. Also, es wird geübt, es wird gemacht, die Rüstungsgüter werden bereitgestellt und als Soldat kann ich nur sagen, was einmal vorgeplant wird, wird irgendwann einmal auch umgesetzt, wenn man es kann. Und wir haben hier dank Obama die modernisierten Atomsprengköpfe in Büchel. Die Bundeswehrluftwaffe hat noch im November, Dezember das Abwerfen dieser Atomsprengkörper geübt im Rahmen der nuklearen Teilhabe. Ja, wozu üben wir sowas? Also wenn das tatsächlich obsolet sein sollte, dieser Krieg, so, dann bräuchte man das nicht mehr üben, könnte man sich auch sehr viel Geld sparen und was noch wichtiger wäre, man könnte die Umwelt schonen und damit natürlich auch das Klima. Also es würde dann wirklich Sinn machen, mit diesen ganzen militärischen Spielen aufzuhören, wo ich ohnehin der Meinung bin, dass das überholt wird. Ist ohnehin meine Meinung, weil das ein Krieg wäre verheerend für Westeuropa, für alle. Ganz sicher. Für alle. Ja. Und allein sicher. Deshalb, und Kriege haben wir bisher noch keine Probleme gelöst, sondern eigentlich immer neue geschaffen.
Und deswegen bin ich schon der Auffassung, dass wir dieses Szenario wirklich nicht brauchen, dass wir dramatisch abrüsten können und auch müssen, meiner Ansicht nach. Weil die Interessen gerade des industriell-militärischen Komplexes doch so immens sind und natürlich auch der Finanzelite. Also es wäre ein Segen, ein Segen, wenn wir hier dazu kommen könnten, das zu reduzieren und zwar mächtig zu reduzieren. Deswegen befürchte ich mal, dass Russland immer wieder weiteren Angriffen ausgesetzt sein wird, weil Ziel bisher von bestimmten Kräften in den USA ist natürlich Russland, Russland, ja, wie soll ich sagen, an die Ressourcen Russlands künstlich zu kommen, mit dazugehört. Und natürlich Russland und eine für die Amerikaner, wir wissen es ja von George Friedman, von der Rede des Strike-Force-Chefs 2015, die größte Angst, die USA oder auch Großbritannien vorher hatten, ist eine Annäherung Deutschlands und Russlands. Und das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Und deswegen, wie gesagt, darauf muss sich Russland einstellen und kann nur hoffen, dass Putin weiter so sicher agiert, ja, und sich nicht provozieren lässt. Gehen wir von der Ukraine zu einem anderen Nachbar Russlands, zu Norwegen. Norwegen ist Gründungsmitglied der NATO. Erste Frage, würden Sie sagen, die Mitgliedschaft Norwegens in der NATO ist gerechtfertigt oder nachvollziehbar? Die Norweger hatten vielleicht Angst, nach der Okkupation im Zweiten Weltkrieg durch die Nazis nochmal Opfer zu werden. Würden Sie sagen, die Mitgliedschaft Norwegens ist nachvollziehbar? Also, zunächst würde ich sagen, die Mitgliedschaft, nein, eigentlich nicht, nein, auch 1949 nicht, kaum, dass Norwegen 1949 oder bis von 1941 bis 1945 von den Deutschen besetzt war, ja. Das war ja damals ein Wettlauf zwischen den Deutschen und den Briten und die Besetzung Norwegens. Das hatte natürlich auch geostrategische Gründe, aber 1945 lag Deutschland absolut am Boden. Es war wirklich, wenn wir uns die Städte anschauen, kann man sich gar nicht vorstellen, dass sich das wieder entwickeln konnte. Und Deutschland war zudem besetzt von den Siegermächten. Also da gab es 1949 aber auch nur nicht mal die geringste Veranlassung, Angst vor Deutschland zu haben. Also davon gehe ich einfach aus. Aber natürlich, wenn ich die geostrategische Bedeutung Norwegens erkenne, im Kampf gegen Russland, und vor allem, ich erinnere jetzt wieder an den Kriegsplan Probschot, dann brauche ich oben die Wasserstraßen, die man ja vorher auch, wie gesagt, von Island nach Norwegen und so weiter, dann macht das wirklich Sinn, hier in Norwegen entsprechende Abhörposten zu haben und dergleichen mehr oder auch ja, dass ich da Flugplätze habe, wo ich da die Luftwaffe stationieren kann. Also aus der Sicht macht der Norwegen für die USA und für die NATO natürlich immer Sinn. Und ja, wie wollte ich das in 1949 den Norwegern verkaufen, dass sie sich auf einen Krieg mit Russland vorbereiten sollen? Das wäre schlecht angekommen, glaube ich. Aber wenn man denen sagt, wir machen das, um Norwegen vor Deutschland zu schützen, dann denke ich, hat man viele Leute überzeugen können. Also, aber in Wirklichkeit war das Interesse der NATO eigentlich immer gegen Russland gerichtet und hat die USA haben alles getan, um die geostrategischen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Das Ja. ist meine Überzeugung. Das ist meine Überzeugung. In den letzten paar Jahren hat ja die NATO bzw. dann die USA im Hintergrund großes Interesse an Norwegen gezeigt. In Nordnorwegen wird gerade ein Hafen gebaut für Atom-U-Boote. Norwegen hat keine eigenen, also sind das US-Atom-U-Boote, die hier anlegen wollen. Es sind zwei US-Basen gegründet worden. Damit hat Norwegen seine Politik verlassen, keine ausländischen Soldaten auf norwegischem Boden zu stationieren. Ein Radar wurde vom Globus-System wurde ganz oben in Nordnorwegen installiert. Das sind ja schon alles,
Entwicklungen, die eigentlich gegen das norwegische Interesse sprechen. Oder man muss es so formulieren oder erklären, dass nur in der NATO ist Norwegen ein sicheres Land. Ja, natürlich. Also die NATO-Strategen müssen die NATO ja auch irgendwie verkaufen. Und das geht doch nur, wenn ich den NATO-Partnern oder den potenziellen NATO-Partnern sage, wenn ihr unter den Schirm der NATO kommt, seid ihr in Sicherheit. Wir schützen euch. So, und damit sie sich schützen lassen, muss ein Gegner da sein. Sie müssen ja sich vor einem Gegner schützen lassen. Also, was nutzt mein Regenschirm, wenn nur die Sonne scheint? Da brauche ich keinen Regenschirm. Also muss ich sagen, der Wetterbericht hat jetzt schwere Unwetter vorhergesagt. Nicht? Wir brauchen einen Schirm. So, dann macht es Sinn. Und so auch hier. Aber So, dann. mit dieser Politik setzt ja Norwegen seine gute Nachbarschaft mit Russland aufs Spiel und es kann zu gefährlichen Situationen kommen. Ja, wenn es zum Krieg gegen Russland kommt, dann ist, wie gesagt, ist NATO, ist Norwegen natürlich ein Feind, und wird mit der NATO agieren. Und das hätte, also insgesamt an die Konsequenzen mag ich mir gar nicht auszudenken. Aber wir haben ja seit 2009 eine neue Front. Wenn wir sehen, die eine außereurasische Macht, nämlich die USA, hat nach dem Zweiten Weltkrieg um Gesamteurasien Basen aufgebaut. Und zwar mächtige Basen. Und zwar bis auf das Eismeer oben. Ansonsten komplett bis auf das Eismeer. Das Eismeer war bisher, oder die Arktis, war bisher nicht im Fokus, im militärischen Fokus, sage ich jetzt einmal. Das hat sich natürlich geändert 2004, 2007. Da hat Russland mit dem kleinen Unterseebooten, Mini-U-Booten Mir-1 und Mir-2, da sind die unter den Nordpol getaucht und haben da russische Flaggen abgesetzt. Und damit natürlich den Anspruch auf den Pol erhoben, quasi. Das hat die Amerikaner natürlich äußerst unruhig gemacht. Von da an sind auch die militärische Präsenz, ja, hat die begonnen zu wachsen in dem Polarbereich. Aber das Dramatische, was da passiert ist, das ist 9. Januar 2009. Da hat der scheidende US-Präsident George W. Bush eine Präsidentenorder herausgegeben. Das ist die Presidential Directive 666. Und zwar, die da heißt, das geht um die Arktis. Nicht, dass die Arktis die amerikanischen Sicherheitsinteressen berührt. Und in dieser Direktive nennt Bush die USA als eine arktische Nation. Wenn wir mal auf die Karte schauen, wenn wir von oben auf den Pol schauen, dann ist vielleicht ein ganz kleiner Zipfel, der noch gleich reinragt in diese, nämlich Alaska. Und ansonsten sind die USA keine arktische Nation. Also die größte sind natürlich Russland und Dänemark und so weiter und Norwegen natürlich auch, aber sonst niemand. So, aber sie haben da den Anspruch erhoben, wir sind eine arktische Nation mit allen Konsequenzen. Und dass dann auch da entsprechende Basen aufgebaut werden und Streitkräfte. So, das hätte ja hellhörig machen müssen, weil das natürlich auch enorme Konsequenzen für Norwegen hat. So, und ich habe das wirklich damals sehr verfolgt und ich kann nur sagen, das war am 9. Januar. Am 28. und 29. Januar tagte die NATO-Spitze in Reykjavik aufgrund dieser Direktive und haben natürlich die Bedeutung der Arktis für die NATO hervorgehoben. Und zwar als ja, künftiger Battleground. Nicht das neue Schlachtfeld, wenn wir so wollen. So. Es ging darum, so steht es auch drin in dieser Direktive, dass die USA große und fundamentale nationale Sicherheitsinteressen in der Arktis haben. Und dann ist, wenn man die amerikanischen Strategiepapiere kennt, diese Aussage, große und fundamentale nationale strategische Interessen, eine Steigerung ist nicht mehr möglich. Das heißt, das ist der Anspruch auch komplett auf den Nordpol und auf die Arktis.
So, so, und dabei im Abschnitt in dieser Direktive, und diese Präsidentendirektive ist, hat Gesetzeskraft. Also es ist nicht irgendein Papier. Im Abschnitt Implementierung wird dabei unter anderem anvisiert, eine souveräne US-Seepräsenz in die Arktis zu projizieren, um zentrale US-Interessen zu fördern. So, und jetzt haben wir natürlich Gesamteurasien eingeschlossen von amerikanischen Interessen. Das seit 2009. So, und im Juni 2009 begannen die ersten großen Manöver, die wirklich großen Manöver. Und zwar das Manöver im Juni, das in der nordschwedischen Provinz Norrbotten. Und Schweden ist ja eigentlich neutral. Also, da haben die trotzdem im neutralen Schweden ein großes Militärübung abgehalten. Die hieß da Loyal Arrow 2009. Ja. Und Befehl und Kontrolle dieser NATO-Übung unterstanden dem alliierten Luftwaffenhauptquartier im deutschen Ramstein. Jetzt haben wir wieder die deutsche Bedrohung. Ja. Weil hier die Kommandozentren sind. Wie das, in Stuttgart haben wir das Kommando, das Hauptquartier des europäischen Kommandos der USA. Sie haben ja die gesamte Welt in Kommandozentren aufgeteilt in sechs, und das europäische ist eins, das Hauptquartier ist in Stuttgart. Und das pazifische ist in Japan, dürfte ich das sagen, oder in Korea, bin ich jetzt überfragt im Moment. Ja, und dann haben wir natürlich das zentrale US-Kommando, CENTCOM, das ist sozusagen der Hammer, das ist unterhalb des Kaspischen Meeres, also von Ägypten bis nach Kirgisistan, Kasachstan, 22 Länder. Und wenn wir einmal schauen, das ist der Hammer, und da brennt es überall. Da unten hin. Und der jetzige neue US-Verteidigungsminister Austin, der war ja Befehlshaber von CENTCOM. Der weiß, was da abläuft. Und so weiter. Also, was jetzt auch aktuell in der amerikanischen Regierungsmannschaft sich da abzeichnet, da habe ich auch keine großen Hoffnungen. Es wird all das weitergehen, was unter Biden bereits gemacht worden ist. Also, das sehe ich auch an den Personalentscheidungen, die sie da haben. Also, und Norwegen, gerade mit diesem Anspruch auf die Arktis, ist Norwegen jetzt natürlich doppelt gefordert als Land. Also, ein ganz wichtiger Baustein in der NATO, finde ich. Würden Sie sagen, dass das auch der Grund ist, warum die beiden letzten Generalsekretäre der NATO aus Skandinavien, früher Dänemark und jetzt aus Norwegen kommen? Ich meine, Ja, jetzt. das ist ja offensichtlich, da kann man die Bedeutung Norwegens ablesen. Ganz klar, also ganz klar. Wie gesagt, und auch Schweden. Ich begreife nicht, dass Schweden bisher nicht in der NATO, soweit neutral, seit einigen Jahren gibt es Kräfte in Schweden, die unbedingt in die NATO wollen. Und wir haben gerade in Schweden doch noch wirklich großen Aufklärungsbedarf. Wenn wir an die Ermordung von Olaf Palme denken, wer steckt hier dahinter? Wenn wir an die Estonia-Affäre denken, was hier da passiert ist in Schweden, bisher nicht aufgeklärt. Also, das ist diese ganze Estonia-Affäre schreit wirklich zum Himmel, meiner Ansicht nach. Und für mich ist klar, hier sind irgendwelche transatlantischen Netzwerke am Werk gewesen, um deren Interessen durchzusetzen. Und dass Schweden sich da hineinziehen lässt, ja, macht mich auch traurig, gewisserweise. Weil so werden wir hier mit dieser Kriegshaltung und Einstellung zur kriegerischen Auseinandersetzung, werden wir hier keinen Frieden bekommen. Das sieht anders aus. So, und Aber ja. welche Strategie würden Sie Norwegen oder Dänemark, Schweden inklusive empfehlen, um diese Konfrontation mit Russland gar nicht erst zu beginnen? Es war ja mal eine nordische Verteidigungsallianz angedacht, daraus ist aber nichts geworden, weil die NATO sich da eingemischt hat, beziehungsweise Norwegen schon Mitglied der NATO war. Was würden Sie den drei Ländern empfehlen? Ja, also, wir wissen ja, Norwegen und Schweden, die sind ja NATO-Mitglieder seit 1949.
Norwegen und Norwegen Dänemark. Dänemark, Entschuldigung. Norwegen und Dänemark. Und Ja, da haben Schweden wir es nicht. ja. Dänemark natürlich, wir haben Island, Reykjavik war schon wichtig im Zweiten Weltkrieg. Und Dänemark ist natürlich insofern für die Pentagon-Planer nicht ganz so wichtig. Aber Grönland ist wichtig. Mit den Wasserstraßen auch. Also deswegen hat Grönland für die NATO-Planer und Norwegen aus diesen geostrategischen Zusammenhängen eine ganz besondere Rolle. Deswegen sind die auch seit 1949 bereits in der NATO. So, und dann haben wir Finnland und Schweden waren bis vor viele Jahre neutrale Länder. Das hat sich aber auch geändert, als diese 1994 in dieses NATO-Programm Partnership for Peace eintrat. So, und in dieser Partnerschaft sieht die Neutralität doch ganz anders aus. Sie sind nicht mehr neutral und das war geschickt, sie als neutrale, blockfreie Länder in diese Partnerschaft for Peace hineinzulocken, um sie dann dazu überreden, mit in Afghanistan Truppen einzusetzen. Und sie haben unter dem ISAF-Mandat Truppen in Afghanistan stehen. Und wir wissen ja, dieses ISAF-Mandat, das ist ja das Mandat eigentlich zur Kaschierung des Kriegseinsatzes. Man hat diesen Ländern und auch der Bundesrepublik gesagt, die Soldaten gehen jetzt, um Wiederaufbau zu betreiben, um Schulen aufzubauen, um Brunnen zu bohren. Das war ja wirklich fake. Also nicht klar, wenn ich einem Land helfen will, dass es wirtschaftlich aufgebaut werden kann, dass ich den Menschen vor Ort Hilfe angedeihen lassen kann, dann schicke ich keine Soldaten. Da haben wir andere Möglichkeiten. Wir haben das Technische Hilfswerk, wir haben Ärzte ohne Grenzen und, und. Ich kann vor Ort helfen. Wir haben ja in Afghanistan ja das großartige Beispiel. Der deutsche Oberstarzt Erwes, der hat da, glaube ich, inzwischen für seine Kinderhilfe Afghanistan, hat er 124 Schulen aufgebaut. Das macht er. Da kommt die NATO ja gar nicht ran, was er alleine gemacht hat. Und er geht ja auch ganz anders vor. Er auf Augenhöhe mit den Menschen, voller Respekt. Wenn er eine Schule den anbietet, dann geht er in eine Region und fragt, ich könnte euch eine Schule finanzieren, aber wo möchtet ihr die haben? Oh. Und dann sagen die ja, wir möchten in der Provinz, da brauchen wir noch eine Schule. Und dann sagt er, ja, wer soll diese Schule bauen? Also, und dann sagen die, ja, das bauen wir, da haben wir schon Architekten und Baufirmen. Die bestimmen wir und dann gibt er das Geld dazu, der Erbe. Und sie bestimmt, wer die Schule plant und welche Baufirmen sie macht. Und bei den Lehrern ist es nicht anders. Und da, wo die NATO das macht, da kommen die Amerikaner, da kommen chinesische Firmen, die Fertighäuser aufstellen als Schulen und dann stellen sie einen Schützenpanzer davor zum Schutz der Schülerinnen und Schüler und dann kommen Lehrer, die die USA ausgesucht haben. Das funktioniert natürlich nicht. Also, das ist der Weg. Ich kann dann nur eine andere Kultur mit respektvoll entgegentreten und dann tatsächlich jenseits von diesem ganzen politischen Kleinfärberei, dass ich da an einem Entwurf arbeite, der den Menschen dient. Also den Menschen. Und die Frage muss lauten, dient das, was wir machen, den Menschen? Oder übergeordneten geopolitischen Interessen? So. Und wenn wir das beantworten können, dient es den Menschen oder dient es nur irgendwelchen Interessen, die wir noch gar nicht vielleicht so richtig erkennen können? Da müssen wir sagen, das darf man nicht machen. Das geht schon mal gleich gar nicht. Und wenn ich, also für mich ist Afghanistan insofern schon eine traurige Entwicklung. In Afghanistan war Deutschland, eigentlich hatte Deutschland immer einen guten Namen. Das ging noch zurück, weiß ich, Jahrhunderte. So, und jetzt seit dem Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan, seit 20 Jahren jetzt oder 19 Jahren, ist das Ansehen der Bundeswehr nicht mal gesunken, es ist gar nicht mehr da. Es ist eine absolute Katastrophe, was sich hier entwickelt hat. Aus diesem ISAF wurde ein Kriegseinsatz schlimmer, der nicht mehr schlimmer denkbar ist. Wenn wir an den Angriff auf diese beiden im Morast stecken gebliebenen Tanker denken, die dann von dem deutschen Oberst aus der Luft ohne Vorwarnung angegriffen wurden und dabei über 100 Menschen ums Leben kamen. Natürlich, die Dorfbevölkerung hat da umsonst Benzin abgezapft, klar, nicht? Also,
Der hätte zumindest, wie das so beim Militär eigentlich üblich ist, wenn ich was angreife, aber wo auch Zivile betroffen sein könnten, dass ich vorher mal Warnschüsse abgebe, damit die Zeit haben, da zu verschwinden. Nein, nichts drauf. Und dann wird dieser Mann noch General. Also, das können die Afghanen nicht verstehen. Und ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe in meiner Offizierausbildung da ganz was anderes gelernt. Also, für mich stellt sich da manches inzwischen völlig auf den Kopf. Also, und nicht zum Guten hin, wirklich nicht zum Guten hin. Also, und es geht einfach weiter. Es geht wirklich weiter. Und wenn ich sehe, vielleicht darf ich das jetzt hier noch erwähnen, Ja, natürlich. 2007 hat ein Oberstleutnant Jürgen Haidukov, der ist ausgebildet worden in Afghanistan, ich glaube 3 Jahre lang war der in den verschiedenen Bezirken, Sprache gelernt, Kultur gelernt, als Militärdachin. Und der kommt dahin und dann sieht er, wie sich das eskaliert 2007. Und er schreibt sofort einen Brandbrief an den Außenminister. Das ist der jetzige Bundespräsident Steinmeier gewesen. Und der weist darauf hin, wenn die Eskalation weiter betrieben wird, wird alles in einer unglaublichen Katastrophe enden. Also zurück sofort zu den originären ISAF-Aufgaben. Und das gilt natürlich für Norwegen genauso und für die anderen Länder. Ist nicht passiert. Was hat man mit diesem Oberstleutnant gemacht? Man hat ihn sofort des Dienstpostens enthoben. Sofort. Normalerweise wird ein Militärattaché Oberst, normal, nein, aber er nicht. Ihn hat man dann zurück und hat ihn auf einen untergeordneten Dienstposten gesetzt. Und dann ist er halt nach Ablauf der Zeit ist er dann in Pension geschickt worden. Und das macht die, und die Obristen oder die Generäle, die damals 2007 für Eskalation gesorgt haben, die also Panzer wollten, die Artillerie wollten, die den Tornado und so weiter, die haben alle Karriere gemacht. Alle. So. Und das macht mich einfach traurig, dass auf so einen Mann, der das Land wirklich kannte, dass es auf den nicht gehört wird, sondern dass einfach nur da auf das lineare Denken der Militärs, und das heißt auf Eskalation, setze ich auf Eskalation. Und das führt aber nicht zur Problemlösung, sondern verschärft die Probleme nur. Also, und deswegen kann ich den skandinavischen Staaten, ob das jetzt Dänemark ist oder Norwegen, Schweden und Finnland, da kann ich einfach nur raten, und das gilt auch für die baltischen Staaten, also eine Konfrontation mit Russland wird alles zerstören. Das Einzige, was wir wirklich brauchen, alle hier Europäer, wir alle Europäer, wir brauchen nicht nochmal eine Auflage des Zweiten Weltkrieges, sondern wir brauchen hier eine Friedensordnung. Wirklich eine Friedensordnung hier in Europa. Also, das heißt also, und das müsste auch vor allem für die baltischen Staaten. Ich verstehe ja, dass sie Angst haben oder wenn in Rückerinnerung an die Sowjetunion, dass sie das nicht mehr wollen. Aber man kann doch aus dieser Geschichte lernen. Man kann Konstrukte wirklich ins Leben rufen, die das eigentlich ausschließen. Und davon bin ich überzeugt, dass es geht. Und wir könnten hier noch, und wir müssen es machen, weil es die einzige Überlebensmöglichkeit ist. Und auf Krieg zu setzen, das ist mit Sicherheit der Untergang. Also das Interesse daran, mit Russland in Frieden leben zu können. Und da muss man doch auch einmal so ehrlich sein, sich die russische Geschichte anzuschauen. Also Russland ist ja, wenn wir so wollen, dreimal überfallen worden in seiner Geschichte. Und es ist nicht vergessen in Russland. Also der erste Überfall kam ja von Anfang des 17. Jahrhunderts, nicht von Polen und ja, Polen und noch ein baltisches Land. Ja, Ja, Litauen, oder? Litauen, ich glaube Polen, die Polen und die Litauer, genau. Großpolen mit den Litauern. Ja. Die sind dann also, die waren haben Moskau besetzt gehabt über mehrere Jahre und erst, glaube ich, 1612 ist Moskau wieder befreit worden. Das ist nicht vergessen. Also dieser Angriff aus dieser, und dann nicht mit den Wehren da 1605, der falsche Dimitri und wie auch immer. Also, das ist nicht vergessen. Dann kommt der nächste Angriff vom Westen, es kommt immer aus dem Westen der Angriff. Das ist dann Napoleon 1812 bis 1815.
So, und nicht Moskau wird zerstört. Und dann kommt 1941 der nächste Angriff aus dem Westen von Deutschland, Hitler. Also, das muss man, müssen doch diese Länder auch den Russen zubilligen, dass sie sagen, wir wollen einen vierten Angriff aus dem Westen, wollen wir eigentlich nicht mehr. Den müssen wir verhindern. Diesen Angriff zu verhindern aus dieser Erfahrung, die sie gemacht haben, der könnte natürlich auch zu irgendwelchen Kurzschlussreaktionen führen. Denke ich mal, wenn ich so in diesen geschichtlichen Dimensionen denke. Also das Leid des anderen zu erkennen und dann auch das eigene hin, aber gemeinsam dann versuchen, wie können wir das zukünftig verändern? Wie können wir jedem, wie gesagt, die Sicherheit oder die guten nachbarschaftlichen Beziehungen, wie könnten wir die so ausbauen, dass wir keine Angst mehr haben müssen. Also darum geht es ja wohl eigentlich. Aber ich denke, die Nachbarn könnten das. Aber wenn in Washington jemand ist, der mit dem Ängsten spielt, um die eigenen Machtinteressen durchzusetzen, dann wird das natürlich nicht funktionieren. Also mein Traum wäre ja, also wenn wir hier im Westen Eurasien mit einer Friedensordnung anfangen können, mit Russland, alle, wir alle hier, jenseits der EU, wie meine ich, nicht jenseits der EU. So, und dass dann diese Friedensordnung hier auf dem eurasischen Kontinent, also dann mit China, Indien, damit das aufbauen könnten. Und dann, dass diese eurasische Insel eine Friedensinsel werden könnte. Und diese Friedensinsel als Nukleus für eine weltumspannende Friedensordnung. Das wäre so mein Traum. Und das wäre auch möglich, weil ich einfach überzeugt bin, ich habe ja gesagt, die EU wurde gezeugt auf der Friedenskonferenz in Paris. Und da wurde ja auch der Völkerbund gezeugt. Vorher schon. Der wurde vorher schon gezeugt, aber im Krieg. Also der Völkerbund 1918, 19 ist von den Siegern so installiert worden, mit dem Denken des Krieges und mit dem Wollen des Krieges und mit dem Hass des Krieges. Und daraus kann ja nichts Gutes entstehen. Und die Parias werden nicht aufgenommen. Wenn wir denken, der Vertrag von Rapallo 1922, Deutschland und Russland mussten nach Rapallo, die durften nicht in Genua sein, weil das waren die Parias und so weiter. Also mit dieser Diskreditierung kommen wir nicht weiter. So. Und dann setzt sich das 1945 fort. 1945. Dann haben wir wieder die UN, die Atlantikcharta. Und in dieser Charta sind dann Deutschland und Japan die Feindstaaten. Also wir haben das gleiche Denken wieder. Die Siegermächte machen einen Sicherheitsrat, wo die fünf Siegermächte ihr Vetorechte haben. Das, was großartig ist in dieser UN-Charta, zweifelsfrei, ist das Gewaltverbot. Sondern dass nur die UN kann eine Resolution aussprechen, in der auf irgendeinen Staat Gewalt ausgeübt werden kann. Aber das gilt nur für Staaten, die nicht im Sicherheitsrat sind, die nicht zu den Siegern gehören. Die werden sofort bestraft, während die Siegerstaaten, die Kriege führen, bisher noch niemand belangt worden ist. Also diese Situation, und dann haben 1945 ja, waren ja noch 50 Staaten nach San Francisco eingeladen. Inzwischen sind wir 193 oder 194. Also, was wir brauchen, wäre neuer Völkerbund aus dem Frieden herausgeboren und mit dem Willen zum Frieden und mit dem Respekt vor allen anderen, die da sind. Und natürlich, was wichtig wäre, mit diesem Gewaltverbot für alle. Also, sondern nur, dass, wenn sanktioniert ist, dieser Völkerbund die Möglichkeiten hat. So, das wäre meine Hoffnung. Und in diesem Völkerbund, da müssten ja nicht nur Staaten sein, sondern da gehörten auch Ethnien, die bisher keine Beachtung haben, die müssten auch Sitz und Stimme haben und so weiter. Und dann müsste man sich wirklich, ja, verantwortungsvoll um Lösungen bemühen. Und ich denke, das geht. Aber mit den Konstrukten aus den Kriegen heraus, mit dem Denken des Krieges, wird das nicht funktionieren. Und ich habe das 2013, wurde ich gebeten, einen Vortrag zu halten in Rio de Janeiro zum
zum deutsch-brasilianischen Jahr. Und zwar das Thema haben wir gegeben, Reform des Sicherheitsrates. Und da haben wir mit 2004 hat Deutschland, Indien, Japan und Brasilien, die haben den Antrag eingereicht hier für eine Veränderung. Und da wollten die wissen, wie der Stand derzeit war. Ich habe dann die Außenminister angeschrieben und da hat sie natürlich nichts getan. Ja, klar. Ja. Und dann habe ich mich wirklich damit beschäftigt und da bin ich zu diesem Ergebnis gekommen, dieses System lässt sich nicht reformieren. Geht nicht. Wir müssen ein neues System schaffen. Ja, und dass ich diesen Vortrag an der juristischen Fakultät in Rio gehalten habe, macht mich heute auch noch dankbar. Ja, das bin ich dankbar drum. Und dass ich mich damit so beschäftigen konnte. Ja. Und das ist die Lösung, denke ich mal, die ich anbieten kann. Okay. Herr Helfberger, zum Schluss würde ich gerne nochmal mit Ihnen über die Medien sprechen und die Rolle der Medien. Können wir das noch mal kurz zurückstellen, Herr Ja? Weber? Ja, Mir fällt natürlich. noch gerade ein, dass ich noch einen ganz wichtigen Aspekt vergessen habe, Ja? der mir ganz wichtig ist. 2014, also nach diesen ganzen Vorgängen in der Ukraine, haben im Dezember hat das Repräsentantenhaus die Resolution 758 verabschiedet. Und diese Resolution 754, die wurde dann wenige Wochen später, Tage, vom Präsident Obama unterschrieben. Es ist die Kriegserklärung an Russland. Und zwar, die kann jeder, und das ist Gesetz, die kann jederzeit herausfordern. Es ist wirklich die Vorgabe, um Russland den Krieg zu erklären. Und zwar, wie heißt, da muss ich jetzt nochmal auf meinen Zettel gucken, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben hier, da, die Ja. Resolution, die so wörtlich, Europäischen Föderation unter Präsident Wladimir Putin als eine Politik der Aggression gegen Nachbarstaaten mit dem Ziel der politischen und wirtschaftlichen Dominanz scharf verurteilt. So. Der Vorbemerkung folgt ein umfangreiches Sündenregister Russlands. Gebetsmühlenartig wird der russischen Föderation unter anderem wird die russische Föderation unter anderem beschuldigt, in die Ukraine einmarschiert zu sein und deren Souveränität verletzt zu haben. Computerattacken und so weiter. 2008 in Georgien einmarschiert zu sein. In Georgien und dann an Syrien Waffen verkauft zu haben. Also, ja, das steht da drin in dem Gesetz. Das ist ein Gesetz. So. Halbwahrheiten und dreisten Lügen bestehen in dem Sündenregister folgen 22 Forderungen, die den Kongress und den Präsidenten zu Handlungen zwingen sollen. So soll der Präsident unter anderem auch die US-Verbündeten und Partner in Europa und die anderen Staaten der Welt hinwirken, gezielte Sanktionen gegen die Russische Föderation und ihre Führung zu verhängen, sowie den Abzug der russischen Truppen samt ihrer Ausrüstung vom ukrainischen Territorium durchzusetzen. Auch von der Krim. Auch von der Krim. Und das ist mit dem Ding, das ist ein Gesetz, könnten die USA sofort mit der NATO Russland Krieg erklären. Das ist unglaublich. So. Und dann geht das so weiter noch Details und so weiter. Also es geht so weit bis zur Vorbereitung der Armee, dass sie sich auf diesen Krieg einzustellen hat und Mängel in dieser Armee, in der Armee abzustellen hat, damit sie kampfbereit ist. So weit geht diese Resolution 758. Also, und die ist aktiv, also die ist immer noch aktiv. Und ich denke, das weiß der russische Präsident auch. Und deswegen ist seine Art, wie umsichtig er mit den ganzen Provokationen umgeht, ist das schon beachtenswert. Ja, aber jetzt können wir mit den Medien Stimmt. weitermachen. Ja. Ja, ich wollte zum Schluss noch mal mit Ihnen über die Medien oder die Rolle der Medien sprechen. In Ihrem Buch bringen Sie das Beispiel, dass damals in einer Zeitung der NATO-Doppelbeschluss diskutiert wurde und sowohl die Gegner als auch die Befürworter haben jeweils eine Seite gekriegt, um ihre Argumente vorzulegen. Das ist ja heute nicht mehr so, sondern die Medien wirken ziemlich einheitlich und alles, was die NATO macht und tut, Ja, Herr wird Weber, positiv bewertet. ein ganz wichtiger Punkt und der tagtäglich für mich beschämender ist, wirklich tagtäglich,
nimmt der Einfluss auf die Pressefreiheit zu und es ist unsäglich. Ich kann es gar nicht mehr anders sagen. Und so ist das, wenn ich das zurückschaue, ich habe danach geschaut, an die Zeit am 19. Juni 1981, da hat sie also zwei Meinungen gehört über den Nachrüstungsbeschluss. Und so stelle ich mir Informationspolitik vor. Nicht, dass ich beide Seiten aufteile, damit sich der Leser oder die Leserin eine Meinung bilden kann. Aber das geht ja heute gar nicht mehr. Und sogar noch am 10. Oktober 1983 konnte der ehemalige US-Verteidigungsminister McNamara in der Frankfurter Rundschau warnen. Jetzt zitiere ich ihn, worüber sich die Westdeutschen klar werden müssen, das ist, dass ihr Kulturkreis völlig verwüstet wird, wenn sie sich weiter an die NATO-Strategie halten. Und diese Warnung von McNamara aus dem Jahr 1983, die möchte ich heute nochmal in den Raum stellen. Er hat recht, man kann es gar nicht oft genug betonen. Und diese Gefahr ist nicht vorüber, meiner Ansicht nach. Und mit dem Sieg des Westens über Sowjetrussland wurde damals die unipolare Weltordnung angestrebt. Bis vor ja, wenigen Jahren. Und das hat mich jetzt wirklich so erfreut, dass jetzt in der Online-Rede von Wladimir Putin zum World Economic Forum im Gespräch mit Klaus Schwab, hat er in Minute 28 gesagt ungefähr, ja, wie war das noch? Die Ära des Versuchs, also ich zitiere Putin, die Ära des Versuchs, eine unipolare Welt aufzubauen, ist vorbei. Ist vorbei. Und er hat das ganz sachlich und ganz ruhig. Und ich war natürlich schon überrascht, weil ich denke, wenn jetzt Biden Präsident ist, ist es halt nicht vorbei, der genau das Gegenteil mit Obama gemacht hat. Aber ich denke, ich habe die Erklärung dafür. Diese Ära ist vorbei, weil der Griff nach dieser unipolaren Welt, der ist gescheitert. Und die Trümmer dieser Politik, die liegen vor Sewastopol 2014, als Putin rechtzeitig das Referendum durchgeführt hat und die USA sich Sewastopol nicht als Basis nehmen konnten. Und ich habe damals schon im Internet gefunden, und zwar von der Infrastrukturbehörde, also der Marineinfrastrukturbehörde der USA, da gibt es Gebäude, die sie sanieren auf Sewastopol. Und zwar im Bereich des sowjetischen Bereiches, des Hafenbereiches. Große Gebäude, die sie aufwendig sanieren wollten, also vom Keller bis zum Dach, bis hin zu den Toiletten und weiß nicht was alles. Also das ist eine hervorragende Infrastrukturarbeit. Und dann frage ich mich, wollten die Amerikaner große Gebäude im russischen Arsenal sanieren? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber das kann man nachlesen. Das war vorbereitet. Also war das Referendum meiner Ansicht nach ist gerade richtig gekommen, um das zu verhindern. Weil ich glaube, wenn das passiert wäre, dass die Ukraine komplett in NATO-Hand gefallen wäre und die USA sich Sewastopol genommen hätten, das wäre der große Krieg gewesen, schlagartig. Russland hätte gar nicht anders gekommen. Weil Sewastopol, denken, das geht jetzt ja 200 Jahre zurück, ist so ein wichtiger Faktor. Das hätten sie nie, nie hinnehmen können, nie. Also, und auch der Versuch, ja, ist gescheitert. Und das andere, der Versuch dieser unipolaren Welt ist dann 2015 in Syrien gescheitert, als Putin in Syrien tatsächlich die Sachlage umdrehen konnte, also verhindern konnte, dass die USA hier da als Sieger vom Kriegsschauplatz gehen. So, und das hat das jetzt verändert. Und jetzt kommt es darauf an, unter Trump war es ja soweit erkennbar, dass er das akzeptiert hat. Er wollte die Truppen aus Syrien herausziehen, wobei er natürlich auch Rücksicht nehmen musste. Jetzt sollten die Truppen aus Afghanistan abgezogen werden, was natürlich auch nicht passieren wird. Aber jetzt ist Biden da und besteht die Gefahr, dass nochmal versucht wird, diese alte Politik wieder nochmal neu zu beleben. Ich will es nicht hoffen, aber Gefahr besteht natürlich schon. Aber mir hat es gefallen, was Wladimir Putin hier gesagt hat, die Ehre des Versuchs, eine unipolare Welt aufzubauen,
ist vorbei. So, und das ist für mich wirklich, also, ja, und dann hat Putin noch was Bemerkenswertes zu den Beziehungen zu Europa gesagt. In dieser Rede. Russland ist bereit für einen ehrlichen Dialog mit Europa und wird sich bemühen, und jetzt zitiert er direkt, aber Liebe ist unmöglich, wenn sie nur von einer Seite erklärt wird. Die muss gegenseitig sein. Und da liegt er ja auch nicht so falsch damit, wie jeder von uns sein Privatleben ja weiß. Also, und da wünsche ich mir, dass alle Nachbarn, dass wir alle einmal gucken, wo haben wir unseren eigenen Balken im Auge, ne? Nicht, dass wir den mal erstmal erkennen und dann die Splitter im Auge des Nachbarn. Aber ich hoffe und bin überzeugt, der einzige Weg, das ist der einzige Weg in eine friedliche Zukunft. Und der Rest wird dienen. Ich mag es nicht vorzustellen. Ich mag es nicht. Aber ich hoffe noch auf die Vernunft. Und natürlich auch auf so Multiplikatoren wie Sie, Herr Weber. Okay. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ja, vielen Effenberger. Dank. Schönen Dank für Ihre Zeit und alles Gute. Das wünsche ich Ihnen auch, ja? Danke sehr. Danke.